Hallo, hier ist Stefan von Sportwettenvergleich.net. Ich zeige euch heute die Sportwettengewinner bei einigen der großen Wettanbieter. Viele von euch fragen sich ja vielleicht, was man überhaupt mit Sportwetten gewinnen kann. Und wir haben Glück, denn Tipico, Interwetten, Bet at Home, MyBet und Digibet weisen alle auf ihren Startseiten bzw. auf ihren Homepages die aktuellen Top-Gewinner aus und ich zeige euch heute mal, wie ihr die auf den einzelnen Webseiten findet. Wir sind hier schon bei Tipico auf der Startseite und wenn ihr da ein bisschen runter scrollt, dann findet ihr auf der rechten Seite die Top-Gewinner des Tages, der Woche und des Monats und wenn ihr hier jetzt auf einen der Gewinner klickt, also hier zum Beispiel 56.118 Euro und dann in das Fenster schaut, das sich öffnet, könnt ihr nicht nur den Gewinn sehen, sondern auch den ganzen Wettschein. Also ihr seht hier, das war eine Kombi-Wette und hier könnt ihr die einzelnen Tipps nachverfolgen, die Ergebnisse und euch detailliert informieren. Bei Interwetten, unserem zweiten Wettanbieter, bei dem ich euch zeige, wie ihr die Sportwettengewinner findet, müsst ihr zuerst auf Sportwetten klicken. Dann kommt ihr auf der, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, auf der rechten Seite zu den Top-Gewinnern. Ihr seht hier auf der Seite nur die ersten drei Gewinner, aber wenn ihr jetzt hier auf weitere Gewinner und Details klickt, dann kommen die Top 10 der letzten 7 Tage. Antonio hat mit einem Euro von 20 Euro oder 20 Franken 10.499 Franken gewonnen. Also es ist sehr übersichtlich und ihr könnt auch hier auf die Wette einfach klicken und dann seht ihr den Wettschein. Das ist sehr übersichtlich dargestellt und ihr seht hier, das war auch wieder eine Kombi-Wette mit erstaunlich vielen Tipps, die erfolgreich waren. Und auf die Weise könnt ihr euch dann informieren, wie die anderen es schaffen, so große Gewinne zu erzielen. Kommen wir zu Bet at Home. Ist vielleicht auch vielen von euch schon längst bekannt. Bei Bet at Home seht ihr auf der Startseite, auf der linken Seite, wenn ihr ein bisschen runterscrollt, die Top-Gewinner. Und ich klicke jetzt mal hier auf Alle Anzeigen. Und dann auf Sport hier unter gespielt, weil sonst bekommt ihr die Gewinne in allen Bereichen angezeigt, also auch aus der Casino, Games und so weiter. Und hier könnt ihr den Zeitraum wählen, machen wir mal die letzten 7 Tage und dann auf Anzeigen und dann seht ihr hier wieder, Nico H. hat 19.000 irgendwas Euro gewonnen mit einem erstaunlich hohen Einsatz und hier, auch hier könnt ihr auf die Wette klicken. Seht den Wettschein und könnt euch dann wieder Anregungen für eure eigenen Wetten holen. Bei MyBet läuft die Sache ähnlich. Ihr klickt auf Sportwetten und dann scrollt ihr ein bisschen runter und hier in der Mitte sind allerdings bei MyBet nur die Kombi-Wetten, die Top-Kombi-Wetten angegeben. Also nicht alle Wetten, sondern nur die Kombi-Wetten. Wenn ihr jetzt hier auf eine der Wetten klickt, dann seht ihr auch hier den Wettschein und könnt euch detailliert anschauen, welche Wetten da zum Erfolg geführt haben. Hier ist ganz interessant, hier hat der Kunde auch noch einige Wetten storniert, aber das könnt ihr euch im Detail dann selber alles anschauen, wie das funktioniert. Da findet ihr ja immer die aktuellen Wetten und es lohnt sich immer mal reinzuschauen, schon alleine, um interessante Tipps für eigene Wetten zu finden. Die letzten Gewinner, die ich euch zeige, sind bei Digibet. Wir sind auch hier wieder auf der Startseite. Und wenn ihr hier ein bisschen runterscrollt, auf der linken Seite findet ihr die aktuellen Wett-Champions. Und wenn ihr darauf klickt, werden hier die Leute oder die Kunden mit der Top, mit der besten Quote und mit der höchsten Gewinnsumme angezeigt. Jeweils die 5 besten. Und wenn ihr dann auf Anzeigen klickt, hier beim jeweiligen Wettschein, wird euch hier der Wettschein wieder angezeigt. Den könnt ihr wieder aufmachen.
und euch dann detailliert anschauen. Ich finde, das ist hier nicht ganz so übersichtlich gemacht, aber dafür sind hier sehr viele Informationen enthalten. Das heißt, ihr könnt hier mit ein bisschen Geduld sehr viele Details rausziehen. Ihr könnt alles, was ich heute euch gezeigt habe, ohne Registrierung bei den einzelnen Wettanbietern machen. Das heißt, wenn ihr euch für die einzelnen Wettanbieter interessiert und überlegt, wo ihr euch anmelden wollt, empfehle ich euch, schaut euch auch mal die Gewinner an. Mehr Infos zu den einzelnen Wettanbietern und zu Sportwetten allgemein findet ihr auf sportwettenvergleich.net.